Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock und gleich zu Anfang eine gigantische Überleitung. Wir schieben uns ja hier auch gleich wieder immer Drogen und sonst ein Shit rein. Verdammt, komm, Elizabeth. Oh Mann. Sie kriegt natürlich alles. Kann normal gut Ich will laufen. bloß mit dir reden. Sie sollen weggehen. Kein Riss, nein. Wow. Elizabeth. Lassen Sie mich. Jetzt warte doch. Ich bin nicht sauer auf dich. Vorsicht. Hä? Aus dem Weg. Komm schon. Mann! Na, zurück zu den Drogen. ich weiß nicht, ob ihr das... Was? Ah, Geldbörse. Ob ihr das auch mitgekriegt habt, das Saxophon nehmen wir gleich. Oder nee, ich jetzt, dann kann ich anfangen. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben. So, jetzt kann ich. Und zwar in den USA, also wie gesagt, wo auch sonst, wenn nicht in den USA, wo auch sonst. Drogen bei Megas, das ist krank. Das geht einfach nicht. Müsst ihr euch mal vorstellen, da hat einfach mal, können wir hier lang? Nein. Und zwar war das so, da musste man speziell, also man ist an Drive-In gefahren. Und huch, lädt. Ah, da liegt noch was. Und ist, Ja, Schrotflinte. Oh, Alter, ich weiß absolut nicht, wo lang. Da haben wir ein Schiff. Und zwar, da ist man an Drive-In gefahren und hat dann so die bezaubernden Worte gesagt. Ein Happy Meal mit dem Spezialspielzeug. Also for the special toy. Und schnurstracks hat die Bedienerin ein Happy Meal halt genommen, ne? Und hat dann... und hat da ein kleines Tütchen Heroin reingelegt. Und das wussten halt viele und haben es natürlich auch gemacht. Und derjenige, und es gehört, zum Glück ist das aufgeflogen. Da hat es halt jemand nicht gewusst. Und hat halt auch gesagt für das Special Toy. Und hat sich dann gewundert, warum bei seinem 10-jähriger, nee, nicht 10-jähriger, wie alt war der? 8? Weiß ich nicht. Ich glaube 8 Jahre, ich sag jetzt mal 8 Jahre, bei seinem 8 Jahre alten Sohn hat er sich dann gewundert, warum da ein kleines Tütchen Heroin in seinem Happy Meal steckt. Also das ist echt erschreckend. Wo ist sie? Verdammt. Sackgesicht. Lass sie in Ruhe. Ich brauch das MG, Mann. Ah, du auch noch da. Oh. Hallo. Haben wir hier irgendwo ein Geschütz, was mich... Ha! Was machst du denn hier? Komm, scheiß drauf, nehmen wir das jetzt. Ich brauche einfach irgendetwas, womit ich hier austeilen kann.
Ach, da ist ein Geschütz. Wunderbar. Jetzt brauche ich halt. Wow! Geh weg! Ich brauche dringend Salze. Wo ist Elizabeth, wenn man sie mal braucht? Oh, was? Shit. Komm, stell dich nicht so an, sind nur Kugeln. Gut, dann müssen wir das gute Stück halt kaputt machen. Will ich eigentlich nicht so unbedingt. Fuck, hier haben wir auch keine Muni mehr. Ah! Und zum Glück, also ganz ehrlich, die Frau, die da das Happy Meal da gemacht hat, die macht definitiv keine Happy Meals mehr. Die kann auch nicht mehr arbeiten. Das war das definitiv letzte Mal, dass die gearbeitet hat. So Salze, wir brauchen. Help me! Wo ist Elizabeth? Wo ist sie? Den Knopf, diesen da oben. Ah. Ah, los. Eieiei. Deine Mutter! Oh, oh. Fuck! Was, Gesindel? Mann, 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 Mann. So, haben wir hier noch was? Ah. Präzisionsgewehr. Ah, super. Ah, brauchen wir dringend. Alles. Salz 100. Munition für den da. Munition für den da. So. Ah, warte. Oh, das war das scheiße Handy. Von wem? Von ihm. Später, nicht jetzt. Was ist denn das für eine Waffe, die wir da haben? Ich weiß das nie. Also Gott sei Dank, dass die da irgendwie die Drogen da gefunden haben. Oh Mann. Immer wenn man aufnehmen will. Nicht jetzt. So. Ich will die Pistole. Munition für. Ich hab da jetzt nicht ernsthaft. Wo ist der Revolver hin? Den wollte ich eigentlich schon behalten. Oh, geil. Aber das lohnt sich nicht. Wo ist denn mein Revolver hin? Habe ich den. Da habe ich jetzt irgendwie nicht aufgepasst. Hier drüben liegt noch was. Och Mann. Na gut. Den mag ich hier schon eher. Dann nehme ich das Präzisionsgewehr mal mit. Ja. So. Genau. So.
Spring doch ab. Hey. Handyman. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Gut, da haben wir sie also wieder. Moin. Entschuldigung, ich will dein Gewehr. Och nee. So, mache ich das halt so. So. Ab in den nächsten Bereich und wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.